Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang, unser Ende und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der sein Wort und die Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Seien Sie alle willkommen hier in unserer Uerdinger Michaelskirche und auch zu Hause am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Und seien Sie geborgen im Wort Gottes. Der Wochenspruch des Sonntags des Totengedenkens ist ein Satz von Jesus, der uns an die Wachsamkeit erinnert. An die Wachsamkeit, an allen Tagen unseres Lebens mit Gott zu rechnen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Der Wächter sehr wohl auf den Zinnen.
Wir beten im Wechsel den Psalm 126, den Sie auf Ihrem Textblatt haben. Lesen Sie bitte die eingerückten Zeilen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gnädiger Gott, du sammelst unsere Tränen in deinen Krug. Du siehst unsere Trauer und sagst uns zu, dass du unsere Klagen beenden willst. Dafür danken wir dir. Und zugleich bitten wir dich um Trost und Zuversicht für den Weg, den wir gehen. Wir bitten für jeden und jede von uns um das, was er oder sie heute braucht. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der gelitten hat wie wir, der gestorben ist und der das Leben bringt. Amen. Hört die Lesung nach dem Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten sprachen aber zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vorbei sind die Tränen, das Weinen, der Schmerz. Vorbei sind das Elend, der Hass und der Streit. Das Neue wird sein, gibt uns neue Kraft. Es ist da im Hier und im Jetzt. Himmel und Erde werden neu. Nichts bleibt, wie es ist. Himmel und Erde bekommen ein neues Gesicht. Vorbei ist die Herrschsucht, die fressende Macht. Drohende Fäuste sind nicht mehr geballt. Das Neue ist da, gibt uns neue Kraft. Es ist da im Hier und im Jetzt. Himmel und Erde werden neu. Nichts bleibt, wie es ist. Himmel und Erde bekommen ein neues Gesicht. Gott wohnt bei den Menschen, die Zeit ist erfüllt. Gott wischt ab die Tränen, er tröstet, er lacht. Gott macht alles neu, gibt uns neue Kraft, ist bei uns im Hier und im Jetzt. Himmel und Erde werden neu, nichts bleibt, wie es ist. Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am Ewigkeitssonntag spürt man wieder, wie sehr man noch in der alten Zeit steckt. Nachts ist die Trauer meistens am schlimmsten. Für fast alle von Ihnen, den Angehörigen der Menschen, deren Namen wir nachher verlesen, war es doppelt schlimm. Der Lockdown und auch die Einschränkungen danach machten es zeitweise unmöglich, die Kranken im Krankenhaus oder im Pflegeheim zu besuchen, zu trösten, bei ihnen zu sein. Selbst als sie im Sterben lagen, wurde ihnen das verwehrt. Auch bei der Beisetzung durften zeitweise nur wenige Menschen dabei sein. Auch das war eine harte Einschränkung.
Die Zeit ist weitergegangen, irgendwie. Die ersten Tage erlebt man wie in Trance oder man ist wie elektrisiert und werkelt und schafft, um sich abzulenken. Manche konnten drüber reden, haben von dem verstorbenen Menschen erzählt, Bilder angesehen, sich erinnert und konnten über manche witzige Situation auch wieder lachen. Oft waren Nachbarn da oder ein guter Freund, der ihnen in dieser Situation still zur Seite stand. Oder der einfach eine gute Suppe oder ein Stück Kuchen vorbeibrachte. Danke dafür. Oft waren Nachbarn da oder ein guter Freund. Oh, Entschuldigung. So viele Gefühle sind noch da. Die Dankbarkeit, die Traurigkeit, die Fassungslosigkeit und die Ratlosigkeit, der Zorn, der Schmerz, so manche schöne und so manche schwere Erinnerung. Alles das darf heute wieder sein. Abschied tut weh. Trauer ist harte Arbeit. Wir hängen am Alten und lassen uns nur ungern auf Neues ein. Das Neue geht durchs Loslassen hindurch. Loslassen aber tut weh. Es ist heute nicht nur der Tag, an dem wir die Namen unserer Toten verlesen. Es ist auch der Sonntag, an dem wir eine Ahnung von der Ewigkeit Gottes bekommen. Der Sonntag, an dem uns die großen Verheißungsbilder unserer Bibel vor Augen gestellt werden, die uns trösten wollen. Hört ein Verheißungsbild aus dem letzten Buch der Bibel, das der Seher Johannes mit besonders leuchtenden und bunten Farben malt. Ich lese aus der Offenbarung an Johannes, 21. Kapitel. Johannes schreibt: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Weinen, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Unseren Erfahrungen wird Gottes neue Welt gegenübergestellt. Im ersten Buch Mose, im allerersten Kapitel, hatte die Bibel erzählt, wie Gott die Erde gemacht hatte und in seinem Schaffen das Wasser
und Land unterschied. Da hatte Gott alles geschaffen. Jetzt, im letzten Buch, erzählt die Bibel, wie Gott am Ende der Zeit einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in denen die Gesetze unserer Welt nicht mehr gelten. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Ich schenke dir einen Neubeginn, der diesen Namen wirklich verdient. Das, was dir bisher Schmerz bereitet hat, hat ein Ende. Und das Gesetz des Todes verliert seine Macht. Deine alte Welt wird ein Ende haben. Alles wird anders werden. Alles neu. Diese Welt soll keine gottlose Welt sein. Mitten unter euch will ich wohnen und will euer Nachbar sein. Er will einfach da sein und unser Leben teilen, unsere Traurigkeit und unsere Freude. Wir werden ihm nichts mehr erklären müssen. Er wird alles verstehen, weil er einfach da ist und mit uns lebt. Seine Tür steht immer offen. Er ist da, wenn mir danach ist und wenn ich ihn brauche, wie ein guter Nachbar, der mit mir das Leben teilt und mir etwas vom Einkaufen mitbringt, der manchmal einfach mit einem Stück Kuchen vor meiner Tür steht. Es ist noch nicht verwirklicht. Die Töne einer schönen Zukunftsmusik klingen noch darin. Aber es hat schon begonnen. In jener Nacht, in der Gott sich hat in die Krippe legen lassen. Der Immanuel, der Gott mit uns, der seit Weihnachten unser Leben und unser Sterben teilt. Gott wohnt schon in seiner Welt, auch wenn wir ihn nicht immer erkennen. Auch wenn die Gesetze der alten Welt noch gelten, aber er verspricht es uns, es hat schon begonnen und es wird am Ende vollkommen sein. Ewigkeitssonntag. Gott wird mein Nachbar. Und nicht nur das, er wird abwischen alle Tränen. Als diese Worte geschrieben wurden, wurden Christen verfolgt im Römischen Reich. Ein Mann mit Namen Johannes hat auf der griechischen Insel Patmos gesessen und starke Visionen gehabt, die er aufschreibt im Buch der Offenbarung. Wie alles sein wird am Ende der Zeit für die, die an ihrem Glauben an Christus festhalten. Ein Trost- und Ermutigungsschreiben und auch eine Ermahnung. Lasst euch nicht einreden, der römische Kaiser sei mächtiger als Gott. Die Ermahnung klingt bis heute. Lasst dir nicht einreden, mit dem Tod sei alles zu Ende. Glaub denen nicht, die dir weismachen wollen, dass in dieser Welt sich das Leid durchsetzen muss. Lass dich berühren von dem Hoffnungsbild, das Gott vor dir ausbreitet. Lass dir doch nicht einreden, dass du in deiner Traurigkeit ganz alleine bist. Und glaube erst recht nicht, dass deine Toten verloren wären. Gott ist da. Und so wie er am Anfang alles gemacht hat, so kannst du dich auch heute auf ihn verlassen. In einem Psalmwort heißt es, sammle meine Tränen in deinen Krug. Es tut gut, weinen zu dürfen. Tränen der Trauer und des Schmerzes, Tränen der Dankbarkeit und der Wut. Tränen lösen Erstarrtes auf und bringen Gefühle ins Fließen. Unsere Tränen erzählen Geschichten der Liebe und des gemeinsamen Lebens, wie wir miteinander unterwegs waren,
wie wir miteinander an Orten standen, an die wir uns bis heute erinnern. Meine Tränen stehen für die vielen Fragen. Warum? Und jetzt, wie kann es jetzt weitergehen? Irgendwann versiegen sie, und es tut gut, wenn es einen Menschen gibt, der sie behutsam abwischt oder der einfach dabei ist, wenn ich weine. Jemanden, der versteht und aushält, bei dem die Tränen gut aufgehoben sind. So eben wie gute Freunde oder gute Nachbarn. Es tut gut, wenn Tränen geweint werden und gesehen werden. Gott ist da und hält sie aus. Gott sieht sie. Und am Ende wird er sie behutsam abwischen mit einer zärtlichen Geste, wie eine liebevolle Mutter bei ihrem Kind. Am Ewigkeitssonntag ist die Zeit der Tränen noch nicht vorbei. Wir säen mit Tränen. Der Tod mutet sich uns zu. Niemand von uns darf ein Leben ohne Abschied und ohne Leid erwarten. Aber unsere Tränen werden von Gott gesehen und geteilt. Jetzt schon ist er dabei. Unsere Toten leben in seiner Hand. Für sie ist schon erfüllt, was für uns noch Ahnung ist. Das himmlische Jerusalem und das Freudenfest der Liebe wie ein großes und fröhliches Hochzeitsfest. Gott ist unser Nachbar geworden, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber unsere Toten leben schon in Gottes neuer Welt, Tür an Tür mit Gott. Der Tod ihrer Angehörigen wird weiterhin ihr Leben prägen und begleiten. Niemand kann diese Lücke einfach ausfüllen. Der Schmerz bleibt, und doch ist da ein Licht, ein Trost. Unsere Lieben sind geborgen bei Gott. Und wir dürfen hoffen, dass auch unsere Tränen eines Tages liebevoll von Gott abgewischt werden. Amen. Steinigen Grund wachse in mir.
Unserer Toten wollen wir gedenken und die Namen der Verstorbenen des vergehenden Kirchenjahres noch einmal nennen. Unsere Gedanken gehen zurück zu den Menschen, die wir kannten, die wir gemocht haben, die wir geliebt haben. Sie haben zu uns gehört. Ihr Tod hat alles verändert. Wir gedenken auch der Menschen, die wir nicht persönlich gekannt haben. Wir wissen von vielen tausend Menschen, die an der neuen Seuche erkrankt und in ihrer Folge verstorben sind. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, die Namen der Verstorbenen unserer Gemeinde zu verlesen und für sie Kerzen zu entzünden. Wir vertrauen darauf, dass sie bei Gott ihren Namen haben für alle Zeit und Ewigkeit. Wir vertrauen darauf, dass sie geborgen sind unter dem weiten Mantel der göttlichen Barmherzigkeit. So lasst uns beten. Wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Barmherziger Gott, du bist unsere Zuflucht jeden Tag. Dir vertrauen wir. Wir bitten dich, lass uns nicht verloren gehen. Lass uns nicht herausfallen aus deiner Liebe. Dir legen wir die Menschen ans Herz, die wir in diesem Jahr verloren haben. Barmherziger Gott, du bist unsere Zuflucht jeden Tag. Dir vertrauen wir. Wir bitten dich, dass wir alle aufgeschrieben gefunden werden in deinem Buch des Lebens. Vor dir denken wir auch an die anderen Verstorbenen aus unseren Familien, aus unserem Bekanntenkreis, aus unserer Nachbarschaft, auch an diejenigen, die schon vor längerer Zeit verstorben sind. Dir legen wir all diese Menschen ans Herz.
barmherziger Gott, du bist unsere Zuflucht jeden Tag. Dir vertrauen wir. Behalte du all diese Menschen, die wir dir genannt haben, in deinen gnädigen Händen. Lass sie in deinem Frieden geborgen sein. Lass sie und uns verbunden sein mit Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Und unser Friede ist in Ewigkeit. Amen. Wir danken für die Kollekten vom vergangenen Sonntag. Da kamen 45 Euro für die Kindernothilfe zusammen und 52,75 Euro für die Aktion Sühnezeichen. Heute sammeln wir für unseren Kindergarten und außerdem für die Altenhilfe und Hospizarbeit unserer Landeskirche. Es gibt ganz viele kirchliche Häuser, die der Altenhilfe oder eben der Hospiz, auch der Kinderhospizarbeit dienen, die von unserer Landeskirche geführt oder gefördert werden und wo vor allem Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden und Ehrenamtler durchgeführt werden. Beide Kollekten oder diese Kollekte sei eurer Liebe herzlich empfohlen. Außerdem sammeln wir jetzt für die Tafel Krefeld. Es sind Menschen in unserer unmittelbaren Nähe, die nicht das Nötige zum Leben haben, wo auch die normale Hilfe durch staatliche Leistungen nicht wirklich ausreicht zum Leben. Wir haben als evangelische und katholische Christen zusammen eine Sammelaktion wieder ins Leben gerufen für die Krefelder Tafel für Weihnachten. Es wäre also auch schön, wenn etwas Weihnachtliches bei Ihren Lebensmitteln dabei wäre. Es können ja auch Genussmittel sein, aber bitte kein Alkohol und keine Tabakwaren. Sie können sie jederzeit zur Öffnungszeit im Büro abgeben oder nächsten Sonntag, wenn Sie hierher zum Gottesdienst kommen. Der nächste Gottesdienst ist Sonntag, 1. Advent, hier in der Michaelskirche. Die Frauenhilfe gestaltet diesen Gottesdienst. Außerdem möchte ich einladen, jetzt schon, in der Hoffnung, dass wir Heiligabend so feiern können, wie wir es vorgesehen haben. Wir haben 5 Gottesdienste angenommen und es wäre gut, wenn die Fallzahlen
Corona-mäßig nicht ganz schnell sinken, dass sie sich bald anmelden. Ich habe gesehen, manche Zeiten sind sehr beliebt, die sind schon halb belegt. Wir können hier nach derzeitigen Zahlen nur 69 Leute pro Gottesdienst unterbringen. Und das heißt, man muss schnell sein. Bis fast Mitte Dezember können Sie sich anmelden. Im Internet können Sie das nochmal finden. Rufen Sie an, melden Sie, ganz egal, hier im Büro. So, lasst uns beten. Du Gott des Lebens, du versprichst uns, die Tränen zu trocknen. Wir bitten dich heute für alle, die in diesem Jahr von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten. Sammle ihre Tränen in deinen Krug. Gib Menschen, mit denen sie ihre Trauer teilen können. Stärke ihre Hoffnung, dass du am Ende alle Hoffnung, alle Tränen abwischen wirst. Lebende und Tote hältst du in deiner Hand. Daran lass uns festhalten. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Du Gott des Lebens, du versprichst uns, die Tränen zu trocknen. Wir bitten dich für Menschen, deren Leben bedroht ist. Kranke ohne Aussicht auf Heilung, Menschen auf der Flucht, Sterbende. Bei allen, die dich brauchen, sei bei allen, die dich brauchen und gib uns allen den Mut, miteinander Tränen zu weinen und Sprachlosigkeit auszuhalten. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Du Gott des Lebens, du versprichst uns, die Tränen zu trocknen. Wir bitten dich für alle, die Leidenden beistehen. Ärztinnen und Pfleger, Seelsorgerinnen und Therapeuten und nicht zuletzt die Bestatterinnen. Wir bitten dich um Kraft und um langen Atem, um den Mut, auch Sprachlosigkeit auszuhalten und um Orte zum Erholen. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. All das andere, das wir auch auf dem Herzen haben, das uns von Herzen kommt, das sagen wir in dem Gebet, das Jesus uns zu beten erlaubt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne euch Gott, der stärker ist als der Tod. Es segne euch Gott, der Jesus Christus zu neuem Leben erweckt hat und mit ihm auch uns. Es segne euch Gott, der uns in aller Trauer beisteht und uns den Weg zum Leben zeigt. So segne euch der ewige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Heute Nachmittag wird der Posaunenchor auf den Friedhöfen spielen. Um 14.30 Uhr hier in Uerdingen und um 15.30 Uhr in Linn. Wenn Sie also zu den Gräbern gehen, vielleicht tun Sie es gerade dann und hören da ein wenig zu. Ich wünsche allen einen gesegneten, stillen Sonntag. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Kirchenjahr.